kommt dein Wow-Wissen. Wow, cool. Erika forscht, denn Wissen macht stark und vom Kopf. In den nächsten 222 Sekunden erfährst du, was passiert, wenn man ins Moor fällt und ob es einen tatsächlich in die Tiefe ziehen kann. Wahnsinn, wow. Boah, ist das staubig hier. Ja, Caramello, wir gehen ja gleich eine Runde raus. Du, aber vorher muss ich endlich mal das Regal hier aufräumen. Der Staub liegt fingerdick. Guck mal, da ist auch noch ein Stapel uralter Zeitungen. Ja, das hier war ja eine Überschrift. Leiche aus dem Moor geborgen. In Niedersachsen hatten Archäologen vor Jahren die älteste Moorleiche entdeckt, die jemals in Deutschland gefunden wurde. Das Mädchen aus dem Uchtermoor, wie sie getauft wurde, stammt aus der frühen Eisenzeit und ist damit fast 2700 Jahre alt, ja. Tja, im Moor hat sie sich echt gut gehalten. Die besondere Zusammensetzung des Moores hat dafür gesorgt, dass die Leiche des Mädchens bis heute nicht vollständig verwest ist. Wie ist sie wohl gestorben? Hat das Moor sie getötet? Immer wieder gibt es ja Gruselgeschichten von Menschen, die im Moor verschwinden, die unerbittlich in die Tiefe gezogen werden. Aber damit müssen wir jetzt mal aufräumen, denn das stimmt so nicht. Ein Mensch kann im Moor zwar einsinken, aber nicht versinken, also untergehen. Moore sind weder festes Land noch Wasser. Sie sind eine Mischung aus Wasser und alten Pflanzenresten, die genau wie die Leiche des Moormädchens nie ganz verwesen. So entsteht der Moorschlamm und der bewahrt uns sogar vor dem Versinken. In einem Badesee kann ein Mensch untergehen, weil er schwerer ist als Wasser. Seine Dichte, so heißt das Fachwort aus der Physik, ist höher als die Dichte des Wassers. Deshalb ist er schwerer und versinkt im Wasser, wenn er sich nicht durch Schwimmen an der Oberfläche hält. Anders ist es mit dem Moorschlamm. Durch die Pflanzenreste im moorigen Wasser ist die Dichte viel höher. Der Moorschlamm ist also schwerer als der Mensch und deshalb versinkt man nicht. Aber man kann feststecken und das ist auf jeden Fall blöd. Das weiß ich so genau, weil ich es als Reporter mal selbst ausprobiert habe. Aber bloß nicht nachmachen. Bei mir waren zwei Moorexperten dabei und ich war durch eine Leine gesichert. Also, ich bin mit voller Absicht im Moor eingesunken, mit den Füßen voran. Und je mehr ich strampelte, desto tiefer sank ich ein. Irgendwann steckte ich bis zur Mitte des Oberkörpers im Schlamm. Ich sank zwar nicht tiefer, aber ich steckte knallfest. Der Schlamm umschloss mich so eng, dass es keine Luft mehr zwischen meinem Körper und dem Schlamm gab. Das Fehlen der Luft heißt Vakuum. Und das sorgt dafür, dass der Körper festgesaugt wird. Wie ein Korken in der Flasche. Besonders blöd, der Moorschlamm ist eisekalt. So um die 7 oder 8 Grad. Das hält keiner lange aus. Man stirbt also an Unterkühlung und nicht durch Versinken. Die beste Chance auf Rettung ist Schwingen. Immer mit dem herausschauenden Oberkörper hin und her schwingen. So kann das Vakuum ein bisschen gelockert werden und die Luft strömt zwischen Schlamm und Körper. Das war tierisch anstrengend. Nach einer gefühlten Ewigkeit hatte ich es aber geschafft. Das Vakuum ließ ein wenig nach und ich konnte die Beine nach oben reißen. Erst eins und dann mit viel Mühe auch das zweite. Ich lag also flach obendrauf auf dem Moor und dann habe ich mich vorsichtig an den Rand des Schlammlochs auf den festen Boden geschoben und war gerettet. Also, man kann im Moor zwar einsinken, in die Tiefe ziehen kann es uns aber nicht. Wow! Erika forscht, denn Wissen macht stark und vom Kopf. Dieses Wow-Wissen ist ein echtes Teamprojekt. Von Siebold und Werdig, Superhero Audio, dem Carlsen Verlag und mir. Ja, und natürlich von dir, Caramello. Ist doch logisch.